Was hat Wilma denn da? Ist das eine Wettermaschine? Tatsache! Sie hat gerade auf das Wolkenzeichen gedrückt. Kann sie damit das Wetter steuern? Schauen wir uns doch erstmal die meteorologischen Zeichen und die Wetterkarte an. Auf Wetterkarten wie dieser kannst du mithilfe von meteorologischen Zeichen genau ablesen, wie das Wetter an einem Ort wird. Meteorologische Zeichen sind Wetterzeichen. Das Wort kommt aus dem Griechischen. Aber wer erstellt Wetterkarten überhaupt? Das machen Meteorologen. Die Meteorologin und der Meteorologe untersuchen und beschreiben das Wetter. Dafür nutzen sie Wetterstationen, die in ganz Deutschland, Europa und überall in der Welt stehen. Sie sammeln so für jeden Tag Wetterdaten. Auf Wetterkarten kannst du dann sehen, wie das Wetter für die nächsten Tage werden könnte. Aber weißt du, was die meteorologischen Zeichen bedeuten? Wir schauen uns mal die wichtigsten auf einer Wetterkarte für Deutschland an. Starten wir mit dem Sonnensymbol hier bei Bremen. Was bedeutet es? In Bremen wird es sonnig. Dort sind keine Wolken am Himmel, nur die Sonne. Also ab nach draußen. Was ist aber, wenn vor der Sonne eine Wolke steht? So wie hier in München. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.